Nach 7 Stunden Zugfahrt sind wir jetzt endlich in Passau angekommen und waren erstmal hier in der Mandelmühle lecker frühstücken. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter in die Altstadt und danach zur Innenmündung. Da ist ja nun der Inn, der Fluss, der uns die nächsten vermutlich 6 Tage begleiten wird. In Richtung Österreich und danach folgen die Schweiz. Für heute haben wir knapp 60 Kilometer veranschlagt. Heißt, wir können es heute ruhig angehen lassen und uns dann regenerieren nach dieser Nacht mit wenig Schlaf. Die ersten 6 Kilometer am Inn haben wir geschafft. Da hinten sieht man noch Passau. Und das nächste Ziel ist Schärding in ungefähr 6 oder 7 Kilometern. Dort gehen wir dann einkaufen. Wir sind in Schärding angekommen. Wir waren gerade beim Lidl und haben eingekauft. Für heute Mittag und heute Abend. Morgen zum Frühstück. Hier die paar Sachen. Ja, lasst euch überraschen, was draus wird. Das leckere Mittagessen für heute: Tomatensalat mit Mozzarella, ein Peperoni-Baguette mit Frischkäse und Sabrina hat noch geschmiertes Brot. Nach einer kurzen Zwangspause sind wir jetzt wieder auf dem Weg. Ja, wir müssen bei einem Fahrradladen anhalten, weil Sabrina ihr Mantel war leider kaputt. Der war gebrochen und da hat sie eine Beule rausgeschoben und jetzt haben wir gedacht, bevor es in Platten fährt und da kein Laden in der Nähe ist, lassen wir das lieber gleich machen, da wird auch ihr ein bisschen mehr Zeit haben. Jetzt sind es noch 20 Kilometer bis nach Mühlingen. Das hier ist unsere Unterkunft für heute Nacht. Das ist ein ehemaliges Feuerwehrhaus und wir haben das über Airbnb schon im Voraus gebucht, weil wir schon gewusst haben, dass wir heute Nacht nicht gut geschlafen werden. Haben wir gedacht, nochmal ein richtig schönes Bett, dass wir morgen, wie gesagt, aus gut starten können. Grundsätzlich, der Tag heute, es waren knappe 70 Kilometer. Es war echt voll schön, bis auf die letzten 10 Kilometer. Die letzten 10 Kilometer auf so einem Damm, der wirklich gerade hinging, monoton. Und nach 2 Kilometern war es einfach total langweilig.